Der Restaurantbesitzer Paul Debbel hat an der Küste von Jupiter im US-Bundesstaat Florida beängstigende Bilder mit einer Drohne gemacht. Die Aufnahmen zeigen einen riesigen Bullenhai nur wenige Meter von nichtsahnenden Surfern entfernt. Nachdem ich meine Drohne gestartet hatte, entdeckte ich sofort diesen großen Bullenhai in der Nähe des Strandes, sagte Debbel. Zum Glück zeigte der Hai kein großes Interesse an den Surfern, ergänzte er. Denn das hätte gefährlich werden können. Neben dem Tigerhai und dem weißen Hai sind Bullenhaie für die meisten Haiattacken auf den Menschen verantwortlich. Die Datenbank International Shark Attack Files zählt seit dem Jahr 1958 75 unprovozierte Angriffe von Bullenhaien auf Menschen. 22 davon endeten tödlich. Bullenhaie sind bekannt dafür, auch im flachen Wasser zu jagen. Dabei ernährt sich der Raubfisch in der Regel von Knochenfischen, anderen Haien, aber auch von Krebsen, Rochen und Weichtieren.